A3.0. An zwei Türmen sind auf einer Höhe von jeweils 15 Meter über dem Boden Plattformen angebracht. Zwischen den beiden 30 Meter voneinander entfernten Plattformen ist eine Brücke gespannt. Der Verlauf der Brücke zwischen den Punkten A0.15 und B3.15 kann näherungsweise durch eine Parabel p beschrieben werden. Diese hat eine Gleichung der Form y ist gleich ax² plus bx plus c, Grundmenge ist gleich a plus 0 kreuz a plus 0, abc Element R und a ohne 0 und den Scheitelpunkt S15.12,75. Dabei entspricht x Meter der horizontal gemessenen Entfernung vom Punkt A und y Meter der Höhe über dem Boden. A3.1 zeigen Sie rechnerisch, dass für die Gleichung der Parabel p gilt, y ist gleich 0,01x² minus 0,3x plus 15. So, hier steht mal wieder eine ganze Menge drin, um dieses Bild hier zu beschreiben. Für die erste Aufgabe ist eigentlich gar nicht so viel wichtig, kann man den Großteil fast schon überspringen. Was brauchen wir alles? Vielleicht mal markieren, wir kennen zwei Punkte, nämlich A0.15 und B3.15. Wir haben eine Parabel, die ist hier eingezeichnet. Ja, das soll ein Parabelstück sein. Und was können wir noch? Ein Scheitelpunkt von 15 und 12,75. So, fast der Rest ist eigentlich schon unwichtig, zumindest für die erste Aufgabe. Hier heißt es nämlich, zeigen rechnerisch, dass für die Gleichung der Parabel gilt, y ist gleich 0,01x² minus 0,3x plus 15. Müsste eine Parabelgleichung aufstellen. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Zwei funktionieren mit dem Scheitelpunkt, die dritte geht ohne den Scheitelpunkt. Wir haben einen Scheitelpunkt, deswegen fällt die dritte gleich weg. Brauchen wir nicht. Aber wir brauchen die Scheitelform. Wo haben wir die? Scheitelpunktseite 4 in der Formelsammlung. Schauen wir mal nach. Die war nicht ganz richtig. Quadratische Funktionen, da haben wir die Scheitelpunktform stehen. Jawohl, die brauchen wir. Hier heißt y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs in Klammer zum Quadrat plus ys. Xs und ys ist der Scheitelpunkt. A ist Öffnungsfaktor, xy entspricht einem beliebigen Punkt sozusagen. Also ich schreibe es mal einen Namen hin. Y ist a mal Klammer auf x minus xs zum Quadrat plus ys. So, was kann man alles einsetzen? Natürlich, die heißt Scheitelpunktform, weil wir den Scheitelpunkt einsetzen können. Die 15 für xs und die 12 für 12,75 für ys. Wir kennen allerdings den Öffnungsfaktor a nicht. Allerdings kennen wir zwei weitere Punkte, die auf dieser Parabel liegen. Jeder Punkt hat eine x- und eine y-Koordinate. Das heißt, ich kann jetzt einen von diesen beiden Punkten nehmen und für x und y einsetzen. Man benutzt hier immer den einfachen Punkt, also einfach schauen, wo sind die Koordinaten einfacher. Auf jeden Fall bei Punkt a, weil da ist zum Beispiel x-Koordinate gleich 0 drin. Das ist immer sehr leicht zu rechnen. Also, wir setzen Punkt A und den Scheitelpunkt ein. Dann folgt daraus y, also y von Punkt A ist gleich, das a kennen wir nicht. Die x-Koordinate von A ist 0, minus und jetzt die x-Koordinate vom Scheitelpunkt, also 15 zum Quadrat und jetzt noch plus 12,75 die y-Koordinate vom Scheitelpunkt. So, diese Gleichung müssen wir jetzt nachher auflösen. Wenn der Solver erlaubt ist, kann man das zum Beispiel recht schnell solvern. Ansonsten per Umformung auflösen. Machen wir alle Schritte durch. Y ist gleich a, Klammer auflösen. 0 minus 15 sind minus 15 und minus 15 zum Quadrat sind 225 plus 12,75. So, alles aufgelöst und umgeformt. Muss jetzt noch stattfinden. Also das a muss alleine stehen. Ich bringe zuerst die Zahl weg, die mit Plus angebunden ist. Ja, bei der Umformung gilt Strichumformung vor Punktumformung im Gegensatz zur Strichrechnung vor Punktrechnung vor Strichrechnung. Also minus 12,75, das bringe ich auf die andere Seite. 15 minus 12,75 sind 2,25, ist gleich a mal 225. Und jetzt Umrechnung zu mal, also geteilt durch 225. Und 2,25 geteilt durch 225 sieht man eigentlich, da ist nur das Komma mit drin. Ja, und dann können wir sofort ausrechnen, a sind 0,01. So, wir haben jetzt den Öffnungsfaktor berechnet. Wir müssen hier aber die Parabelgleichung aufstellen. Das bedeutet, wir müssen jetzt nochmal unseren Öffnungsfaktor a und nochmal den Scheitelpunkt xs und ys in die Scheitelpunktform einsetzen. Das x und y bleibt diesmal stehen. Y ist gleich 0,01 mal Klammer auf x minus 15 in Klammern zum Quadrat plus 12,75. So,
Das muss man jetzt nur umformen. Hier drin haben wir eine binomische Formel. Ja, ist eine Scheitelpunktform immer. Zuerst wird die umgeformt und dabei Klammer nicht vergessen. So, binomische Formeln finden wir natürlich auch eine Formelsammlung. Wer sie nicht auswendig weiß, hier bei Punkt 5. Das ist die zweite binomische Formel. Also, ich erkläre es mal so: Erster Summand zum Quadrat, das ist ein x Quadrat. Dann kommt das Minus. Das Minus ist das, was hier vor der 15 steht. Die ist jetzt schon abgehandelt, deswegen brauchen wir das nicht weiter beachten. 2 mal erster mal zweiter, also 2 mal x mal 15 plus zweiter zum Quadrat sind 15 Quadrat, Klammer zu, und noch die 12,75 nicht vergessen. So, ich schreibe es jetzt nochmal ausführlich hin. Ich rechne hier den Zwischenteil zusammen. 2 mal 15 sind 30x. Wer das gleich in einem Schritt machen mag, darf auch das gerne machen. 15 Quadrat sind 225. So, und jetzt heißt es Klammer ausmultiplizieren, das heißt Faktor vor der Klammer mit jedem Summanden einmal ausmultiplizieren. 0,01 mal x Quadrat sind 0,01 x Quadrat. 0,01 mal 30, mal minus 30x sind minus 0,3x. 0,01 mal 225 sind 2,25 und 2,25 plus 12,75 sind 15. Da schreibe ich das vielleicht noch als Zwischenschritt auf. So, und dann als letzten Teil hier die hinteren beiden zusammenzählen. Und das sind die 15. Vergleich mal schnell. So, da oben ist ja Angabe, was rauskommen soll. 0,01x² minus 0,3x plus 15 stimmt. Also haben wir alles richtig gerechnet. Aufgabe gelöst.